Schönen guten Tag, wir sind vom Vogtland Regionalfernsehen. Dürften wir Ihnen eine Frage stellen? Ja, welche? Der Herbst kommt ja jetzt mit großen Schritten auf uns zu. Das Wetter wird kühler und das kann ja auch mal aufs Gemüt schlagen. Mhm. Hätten Sie Vorschläge für uns, was man dagegen tun könnte? Vorschläge, ja. Sich was Schönes ausdenken, was Schönes vornehmen, wie wir heute zum Beispiel. Wir wollen Ihre schöne Stadt Plauen kennenlernen, das heißt, wir kennen sie schon ein bisschen, und ins Oserhaus gehen. Ich kenne Oser seit meiner Kindheit und das wird bestimmt sehr schön werden. Genug Schlaf und ab und zu mal einen schönen Tee. Es gibt ja so viele verschiedene Tees mit den schönen innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Eine heiße Zitrone trinken und anziehen, wie das Wetter es gerade empfiehlt, und dann einfach rausgehen. Er soll sich vom Computer trennen, auch vom Fernsehen, er soll in die Natur gehen, soll sie erleben. Ich bin jetzt schon 15 Jahre Rentner, ich war Architekt und ich muss sagen, jetzt hat man Zeit, auch um einen Vogel zu beobachten, wie er nistet auf dem Balkon. Die Blume, wie sie wächst, das sind Dinge alles, die den Menschen erfreuen. Ich trinke viel Tee, also das hilft eigentlich meistens. Ja, ich würde vorschlagen, viel Sport treiben und schwimmen gehen, das bringt immer gute Laune. Nochmal in Urlaub fahren, in die Sonne, nach Mallorca oder auf die Kanarischen Inseln, also einfach nochmal Sonne tanken im Süden. Ja, vielleicht Bodies machen, dass es nicht so trist ist. Eine Runde die Natur genießen, das Wetter genießen. Wir hatten gerade einen ziemlich heißen Sommer, da ist das doch eigentlich eine ganz schön angenehme Sache jetzt, wenn es kühler wird. Man muss lernen, sich zu freuen. Und auch wenn es mal negativ ist, man muss lernen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Und das höchste Gut, die Gesundheit. Oh, ansonsten fehlt mir eigentlich schon nicht so sehr. Ja. Ich meine, in unserem Alter, ne? Das sei ja nicht immer der Jüngsten, ne? Das ist ja jetzt, vor der Jugend ist es ein bisschen anders, ne? Wie vor uns.